So, das wird dann nun der System Central Operation Manager die Installation des SCOMs ist ein bisschen jenseits von dem, was man so kennt. Ich habe das runtergeladen, Evolution Copy, und starte jetzt mal das Setup. Das wird wahrscheinlich mit einigen Fehlermeldungen jetzt erstmal vermutlich laufen. Ich habe zwar den Internet Information Server vorbereitet dafür, aber ich bin mir aufgrund von Erfahrungen relativ sicher, wenn ich den Verwaltungsserver, die Konsole und die Webkonsole einbaue, den Berichterstattungsserver erstmal lieber nicht. Warum nicht? Dazu brauche ich den SQL Reporting Tool und da geht schon los. Berichtsviewer. Den kriegen wir so. Runtime. Braucht man ja auch beim Visus. So ein kleines Tool, das ist nur der Führer. Aber jetzt brauchen wir die System-CRL-Typen. System-CRL-Typen. Also, System. Packages, ja. Feature Pack. Seite können wir wahrscheinlich gleich auflassen. Kommt sicherlich noch einiges dazu. So. Gucken wir mal. CRL. Gibt es jetzt hier zwei? Wir laden die mal runter. Passt schon. So, ersten öffnen. Und der zweite, wo dann mittlerweile angeboten werden. Können wir so leider nicht sagen. Jetzt suchen wir den Report führen. Hätte man ja irgendwie auch in diese Installationsumgebung des SCOMs vielleicht mit einbringen können. So, da gehen wir nochmal durch. Dann haben wir ASP.NET für den Webserver. Auch das, ich hatte zwar einiges schon vorbereitet, aber wer geht denn davon aus, dass man die alten ASP.NET vom Webserver noch braucht? Dürfte die Anwendungsentwicklung sein und ASP.NET. So, 3.5 ist zwar drauf, aber unter dem Verzeichnis Services. 4.8, wir sitzen ja hier auf dem Server 2022. Jetzt mal die mal gerade installieren. Das System hat jetzt so 6 GB, 2 CPUs. Dauert im Moment die Installation. Jetzt hoffe ich mal, dass wir für die Anwendungsentwicklung alles haben. Das wird sich aber gleich herausstellen. Gegebenenfalls nicht kompletter Neustart, sondern wenigstens den IIS neu starten. Können wir ja schon mal auf
die PowerShell springen. Hat sie sich lange hin. Mit drei Ergebnissen, die nicht da waren. Anforderungsüberwachung. Lass mal gleich nochmal gucken. So, mal das nochmal prüfen. Die richtige ASP.NET. Jetzt haben wir noch die Anforderungsüberwachung. Sagt mir erstmal vom Namen her gar nichts. Systemzustand. Eigentlich könnte man das ja aus Sicht von Microsoft sicherlich so gestalten wie bei Exchange, ne? Konfiguriere und installiere mir doch alle Rollen, so wie es sein sollen. Das ist im Center Operation Manager, ist das ein stiefgeliebtes Kind. Ich kenne kaum jemanden, wo der im Einsatz ist. Kurz den Internet Information Server neu starten. So, und dann machen wir einen kleinen Prüfpunkt. So, und jetzt können wir nochmal testen. Alle Voraussetzungen erfüllt. So, Verwaltungsgruppenname. Halten wir uns mal ein bisschen an Microsoft nach Contoso. Wir haben alles gelesen, wir verstehen das auch alles. Datenbank. Ich meine, ich habe den Port aufgemacht, aber hier in der Firewall noch nicht. Auf dem SQL-Server, aber sehr wohl. Also eingehende Regel schreiben. Und zulassen. Und was reingeht, muss auch wieder rausgehen. Auch und wir können, ich muss die IP-Adresse nehmen, hier ist der Name momentan, die so komisch gewählt habe, sonst müsste ich gleich gucken. Ich habe den großen SQL, den SSQL Server, hier ungültige Zeichen. Ist der SQL. Kann man nur so blöden Namen wählen. Aber gut. Dann zurück zum Spawn.
So, Win-Com-V-M-01. Spannend. Berechtigung habe ich. Ich bin ja der Administrator und der Administrator hat auf dem SQL-Server bei der Installation, habe ich das vorgesehen, die Rechte. Volltext suchen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ne? Also der SQL-Server braucht die Volltextsuche. Zufügen von Funktionen. Ups. Konnte nicht suchen, weil wir das schon gepatcht haben. Den haben wir schon gepatcht auf die 2. Also ServiceCake 2, SQL Server 2016. Firewall haben wir auch hier freigestellt, sonst hätte er das eben gar nicht gefunden. Und wir wollen Feature zu dieser Instanz hinzufügen. Und zwar die Volltextsuche. Die kostet natürlich auch Last, aber das machen wir. Was gebraucht wird, wird gebraucht, dauert einen Moment, ist alles live. So, Fulltext Startup. War erfolgreich. Zurück zu Windows.com. Und natürlich nächster Check. Das alles immer noch auf meinem Intel NUC. Ob jetzt 6 GB zu viel sind, gut, dann nehme ich hier ein bisschen weg und gebe dem SQL-Server ein bisschen mehr Speicher. Da muss man halt so ein bisschen experimentieren. Der läuft gerade in Echtzeit übers Netzwerk, intern. Klar, noch bei größeren Systemen läuft das Ganze sicherlich besser, schneller. Aber hier im Trainingslager, wenn wir das mal so bezeichnen möchten, einmal geblitzt eben. Schon sehr spannend, ob das denn auch weiterläuft. Noch kein weiteres Fenster. Bis hier keine Rückmeldung kommt, würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.
So, das sieht gut aus, gut aus, gut aus, ne? Fade Stimmen. Und dann kann es weitergehen. Reines Windows-System. Die Überlegung ist halt, was machen wir mit unserer Mail? Soll die weiterhin direkt laufen oder haben wir da vielleicht noch eine Alternative? Das Web Management Gateway, ne? SQL Server 2008 R2. Lacht natürlich jeder. Logisch. Das Operation Manager 2019, genauso wie der System Center. Virtual Machine Manager. Natürlich erzeugen wir jetzt auch entsprechende Last hier beim Anlegen. Bei uns geht es ja um die Vollständigkeit, oder mir geht es hierbei um die Vollständigkeit des Systems. So, nächster Schritt. Data Warehouse. Same Procedure, gleiche Umgebung. In der Produktion würde man da vielleicht eine andere Umgebung andenken. Speziell später für die Auswertung, für die Berichte ist das eine ganz wichtige Umgebung, Sammeln von Ereignissen, von Informationen, von Meldungen, daraus Berichte generieren, weiter versenden via Exchange. Das ist so das grobe Ziel dahinter. Kein Nagios, kein Ezinga, kein Pesler Software. Alles tolle Software, gar keine Frage, aber mein Ziel ist ja hier die Windows-Umgebung abzubilden, so wie man sie kaufen könnte. In meinem Fall halt über die Evolution Copies und dann natürlich auf aktueller Software abgebildet. Der Trend 2022 einzusetzen ist sicherlich steigend. Auch hier zuckt es wieder ein bisschen, weil er die Datenbank anlegen muss, muss die Pfade suchen. Und natürlich die Pfade auf dem entsprechenden Serversystem. Den Standardport, den umzulegen, den 1433, der für den SQL vorgesehen ist. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da denken ja dann Paranoiker der Systemsicherheit sicherlich oft drüber nach. Ich sehe das als nicht gegeben an, so passt, nur Pfade sind gesucht. Geht es weiter. Datenbank aus dem Schemata des Operation Managers. Data Warehouse Datenbank aus dem Schemata des Operation Managers. Anlegen dauert. Ich kann ja mal ganz kurz schauen hier. Wir haben ja hier ist der Rechner dafür. Hier ist Microsoft SQL. Ups, Express war nicht. MS SQL und Data. Aus der Virtual Manager. Agents.
Lass mal die Maschine mal die Datenbanken anlegen, gucken uns dann an, was passiert ist. So wie gut, dass ich das auf ein extra System gemacht habe. Denn logisch, ich will hier eine Default-Website bauen. Ich mache kein SSL. Ja, Internet müsste so funktionieren. So, Verwaltungsserver, Aktionskonto, Domänenkonto. Ich glaube, mich zu erinnern, dass dieses nicht für den Administrator-Account geschehen darf. Deswegen machen wir hier doch mal ein Manage Service Account. Nehmen wir ihn schlicht SCOM. Aber der braucht Rechte. Und deswegen werden wir ihm diese Rechte doch mal geben. Domain Policy, da können wir die ruhig reinschreiben. Und zwar Sicherheit. Nutzerrechte. Ach, er macht es noch einfacher. Das ist jetzt getrickst. Ich gehe jetzt mal in das Active Directory. Guck mir mal die Gruppe der Administratoren an. Domain Admins. Und da füge ich mal den SCOM mit hinzu. Das ist mit Sicherheit keine gute Lösung für Produktivbetrieb. Nicht geeignet. Da würde ich das separat machen. Aber ich müsste es mal hier erledigt wissen. Lesekonto. Ich hoffe, das darf das gleiche sein. Und zum Schreiben auch. Ja, der hat aber keine Rechte im oder nur normale Benutzerrechte in SQL. Lass uns mal überraschen. Wird nicht empfohlen, aber es wird trotzdem gemacht. In meinem Schulungsumfeld, in der Produktion, habe ich ja eben schon gesagt, sollte man das über Benutzerrechte tun. Ich habe jetzt den einfacheren Weg verwendet. Warte noch mal einen Moment. Und bis dahin ist er durchgelaufen. Jetzt die berühmte Frage, wollen Sie das alles? Jawohl, will ich. Ja, natürlich will ich die Updates von Microsoft noch nicht. Zusammenfassung. Webadresse, Operation Manager, Application,
auskopieren? Eigentlich nicht. So, Installation läuft. Dauert relativ lang. Deswegen stoppen wir mal 25 Minuten und steigen dann wieder ein, wenn das durchgelaufen ist. So, der Server ist installiert. Natürlich gibt es hier die Bemerkung, dass keine Originallizenz verwendet worden ist, sondern eine Evolution Copy. Ist aber auch okay. Das ist mir sehr wohl bewusst. So, ich versuche jetzt die Konsole zu starten. Sieht gut aus. Ging auch relativ zügig. Natürlich ist noch nichts gesammelt, gar nichts geguckt, keine Agents verteilt. Hier muss man jetzt schauen, die richtigen Management-Vorlagen zu erhalten. Die Windows-Dienste zu implementieren, die zu überwachen sind. Erster Blick, Inventar, ein Server, passt. Computermanagement ist direkt geöffnet. Jetzt geht es darum, dass die Inventur läuft, das wird eine ganze Zeit lang dauern, dass die entsprechenden Pakete verteilt werden, die Konfiguration aufgesetzt und in der Verwaltung Computer mal angeschaut, es dürfte nur einer drinstehen. Momentan noch gar keiner. Da müssen erst Agents verteilt werden. Der Verwaltungsserver an sich, der ist da, momentan fehlerfrei. Den lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen mitlaufen. Da ist die Ermittlungsregel. Gibt es noch keine Netzwerkgeräte ermitteln. Wäre der nächste Schritt. Dann die Agents verteilen. Ah, der Ermittlungsassistent für Windows-Computer. Das mal automatisch. Ermitteln. Ja, das sind sie alle. Monitoring Agent mit lokalen Systemrechten. Das wird jetzt sehr lange dauern, weil die Agents müssen ja verteilt werden. Und das schauen wir uns dann mal im nächsten Video an, wie sich denn die Rückmeldungen darstellen.